Hallo zusammen, hier ist wieder Nebulon mit einer weiteren Folge Civilization Beyond Earth. Und ja, einfach mal weiter in der nächsten Runde. Auch ein Willkommen aus Europa. Tja, wir haben ein Modul bei uns, also können wir hier arbeiten. Venez, mettez-vous à l'aise. Franco-Iberia vous accueille chaleureusement. Ein oder Gebäck? Warum oder? Neu-Berlin ist gewachsen. Also macht man nicht alles falsch. Abgedeckt werden müssen. Unsere junge Kolonie hat nicht die notwendigen Ressourcen, um beiden Seiten gerecht zu werden. Welche Bedarf der Hilfe am dringendsten? Verteidigungsbautrupps versorgen oder zivile Bautrupps versorgen? Natürlich die zivilen Bautrupps versorgen. Das sind doch die EU. Gut, mal abgeschlossen. Verteidigung und Sicherheit sind entscheidend, doch unsere Kolonie
muss in die Infrastruktur investieren, wenn wir wirklich wachsen wollen. Unsere zivile Arbeitskraft ist der Motor, der Wachstum und Wirtschaft antreibt. Für sie zu sorgen ist ein geringer Preis, um diesen Fortschritt zu sichern. Sie erhalten einen zum Teil durch Kliniken. Wunderbar. Ein weiterer Wert. Eigentlich wird es mal Zeit für eine Sparsamkeit. Da ist der Kunde. Zeit für den ersten Soldaten. Hier ist nächstes Mal, hier wollen wir nicht hin. Zu Schwierigkeiten führen. Eine neue Quest. Wählen Sie eine Station, die gegründet werden soll. Zahlreiche neue Unternehmungen wollen in der Nähe unseres Territoriums ihre Operation etablieren. Sie bieten verschiedene Dienste an, die nützlich für uns sein könnten. Die Station Camp Cascade bringt jeder Stadt, die einen Handelsweg errichtet, folgendes: zwei Nahrung und zwei Energie. Die Station Kai Gungan bringt jeder Stadt, der einen Handelsweg errichtet, folgendes: zwei Kultur und zwei Wissenschaft. Welchem Angebot wollen Sie zustimmen? Puh, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich als guter Mensch würde natürlich sagen: Kultur und Wissenschaft. Was zu essen haben und wir Energie haben. Ich glaube, Europa hat selbst genug Wissenschaft und Kultur. Ja. Ich glaube, Nahrung und Energie wird richtig überzeugender sein. Camp Cascade. Klingt auch aussprechbarer. Alles klar. Oh, die Aliens waren friedlich. Welche Überraschung. Hier unten waren wir scheinbar schon. Alles von Miasma. Schalten Sie eine Einheit des Typs Belagerungswurm aus. Belagerungswurm? Belagerungswurm? Wer oder was? Hier. Belagerungswurm.
eine Kolonisteinheit. Okay. Zwei Aufgaben, die wir schaffen werden. Zuerst das Handelslager. Mit genug Energie. So, aber die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Nebulon.